Aber ein fliegendes Spaghetti-Monster. Ich meine, hat man mal drüber nachgedacht, wie das klingt? Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der wirklich daran glaubt. Was schenke ich dem eigentlich am liebsten? Ich meine, nichts will der irgendwie haben. Nichts will der irgendwie wirklich haben. So, da kann man Walnüsse verkaufen. Pilze, wo soll ich denn die her haben? So, es wird Zeit, dass wir, dass der Mais fertig ist. So, wir versuchen nochmal zu angeln. Ich meine, es funktioniert zwar irgendwie nicht, aber... Aber vielleicht funktioniert es ja. Es muss nur jemand anbeißen. Beiß schon an! Na komm! Beiß an! Na, beiß an! Beiß doch an und beiß doch an. Ich weiß doch, dass du's willst. Das Angeln im Spiel ist komisch. Es beißt halt echt nichts an. Ich werf mal die Angel dahin. Vielleicht bringt das ja was. Ich glaub's aber nicht. Ich muss heim. Es ist schon spät. Ich meine, ich würde gerne angeln. Hä? Es ist... Irgendwie funktioniert das alles nicht. Das Angeln ist komisch in dem Spiel. Das Angeln ist sehr komisch in dem Spiel. Irgendwie kapiere ich es nicht. Zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Angeln wirklich scheiße in dem Spiel. Fuck, ich habe die Blume nicht gegossen. Entweder ist das Angeln wirklich scheiße in dem Spiel. Oder ich kapiere es einfach nicht. Oh, ich habe die Blume nicht gegossen. Zum Glück ist mir das jetzt noch eingefallen. So. Oh, das war knapp. Wie viel Uhr ist es jetzt? Alter. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu noch sagen? Das war jetzt echt knapp, ey. Zum Glück habe ich noch dran gedacht. Sonst hätte ich jetzt echt ein Problem gehabt. Was wäre passiert, wenn die mir wenn die verdorren ist? Wenn die kaputt ist? Habe ich das Dorf da nicht gerettet? Warum ist die Musik jetzt komplett weg? Weil ein neuer Tag angebrochen hat wahrscheinlich. Lebt Hasso noch? Kann man nicht sagen. Weiß man nicht. Vielleicht lebt er noch. Irgendwie lebt er noch. Aber auch nur irgendwie. Der Mais ist fertig. Sehr gut. Das bedeutet Hundehütte für Hasso. Oh, sehr gut. Hundehütte für Hasso. So. Schön ernten. Hundehütte für Hasso. Das ist wichtig. Endlich kriegt er mal seine Hundehütte. Jetzt braucht die wahrscheinlich dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, Bauzeit 5 Wochen. So.
Aber schaut euch das mal an. Jetzt machen wir, heute machen wir richtig Kohle. Heute machen wir richtig Kohle. Auf jeden Fall genug, um die Hunderte zu kaufen. Und mal schauen, was wir dann noch so kaufen werden. Also auf jeden Fall haben wir jetzt, haben wir dann heute sehr viel Geld. So, das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass ich mich heute nicht so viel um meine Freunde kümmern kann, weil ich nicht die Zeit dazu habe. Weil das Ernten kostet jetzt auch noch viel Zeit. Dann muss ich jetzt zusätzlich auch noch gießen. Also ich muss ja nicht nur ernten, ich muss ja logischerweise auch gießen. So. Ist ja klar. Weil ich will ja, dass das wieder nachwächst und dass ich dann wieder damit Geld machen kann. Na. So. Hast du, sei froh, du kriegst endlich deine Hundehütte. Vielleicht ist er dann nicht mehr so traurig. So. Alter, das ist... Es ist 12! Ich habe bis jetzt nur geerntet. Oh boy. So. Erstmal hier das ganze Zeug mitnehmen. Sehr schön. Habe ich eigentlich dran gedacht, dass ich mir... Ja, habe ich, okay. Weil ich verspüre einen leichten Durst. Ob ich wenigstens dran gedacht habe, mir ein Wasser bereitzustellen. Aber ja, habe ich, zum Glück. So. Jetzt habe ich sehr viel Mais. Ah, heute werden wir so viel schaffen. Und gleichzeitig wieder so wenig eigentlich, wenn du es mal bedenkst. Aber ich will halt nicht die ganze Zeit, ich will nicht die ganze Zeit meckern, dass die Tage so kurz sind. Ich will da nicht die ganze Zeit meckern. Weil ich meine, irgendwie schaffe ich es ja noch. Aber halt nicht das alles, was ich überhaupt machen will. Ich würde so gerne angeln. Wenn ich wüsste, wie es funktioniert und wenn es dann auch mal irgendwie klappen würde, aber... Ja. Das ist halt das Problem. Da, da, da. Bald, Hasso, bald. So. Kann ich bei dir Mais verkaufen? Und wie ich Mais verkaufen kann. Oh, es gibt weniger als ich dachte. Das gibt weniger als ich dachte. Ich gebe das ganze Geld, das ich heute verdient habe, eigentlich nur für die 100 aus. Es gibt wesentlich weniger als ich dachte. Aber ist okay. Ist okay. Ich meine, ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte. Ich habe fast so eine Hundehütte gebaut. Also noch nicht, aber gleich. Warum baut der Typ hier nicht selber eine? Ich meine, er hat nicht die Zeit dazu, aber... Dann würde sie halt keine 5000 G kosten, ne? Es ist...
Open, Early, Closed, Tune, das. Und der hat jetzt schon zu. Ach, leckt sie mich doch alle am Arsch. Dann leckt sie mich doch alle am Arsch. Jetzt hat er heute zu. Ausgerechnet heute. Ja, Wärntegöttin, ich hab was für dich. Da. Hier. Ja, es ist okay, ist okay. Bla. Machen wir Energy. It worked, okay. Aber Powerbeere habe ich trotzdem keine bekommen. Ich weiß nicht, wann ich jetzt von der eine Powerbeere kriege. Ob ich jetzt von der eine Powerbeere kriege. Es ist... Das, was im Internet steht, ist merkwürdig. Es steht mal so drin, dann steht es mal so drin. Wahrscheinlich kriege ich im Endeffekt gar keine Powerbeere von ihr. Oh, schau mal. Sieht fast so aus, als ob es langsam anfangen würde zu blühen. Aha. Sehr gut. Das ist wunderbar. Wunderbarigst. So. Oh, hi. Ich hab was für dich. Hier. Ich hab ein Ei für dich. Am Abend kriegst du noch zwei. So. Wunderbar. Hab ich gern gemacht. Tschüssikowski. Oh! Ich packe ihn jetzt. Kannst du ein bisschen länger warten? Ja, okay. Ah, sehr gut. Okay. Ich versuche den Kuchen von deiner Großmutter für den Wettbewerb zu backen. Aber ehrlich gesagt tue ich es für meinen Vater, für meinen Großvater. Weißt du? Es scheint so, dass deine Großmutter was sehr Besonderes für ihn war. Also ein sehr besonderer Kuchen. Katie, der Kuchen ist fertig. Ah, danke Großvater. Hier, probier. Er ist nicht gut. Vielleicht ist Backen einfach nichts für mich. Katie, das ist nicht, ist nicht, dass das so einfach ist, dass es beim ersten Versuch sofort klappt. Ja, du hast recht. Ich werde es wieder versuchen, also bitte komm doch wieder, um den Kuchen zu probieren. Okay. Und das Buch will irgendwie niemand. Niemand will das Buch. So, ich will, glaube ich, gar nicht wissen, wie viel Uhr es ist. Ich will es gar nicht wissen. Ich schaue trotzdem nach. Okay. Trigger ich doch mal eine Sequenz vielleicht? Tatsache!
es hat geklappt! Was? Du hast gefunden? Wie macht man das? Es heißt, zwei oder drei Mondtropfen irgendwas und drei, oh, Tablespoon ist der Teelöffel, glaube ich, und drei Teelöffel Honig in etwas Wasser. In einer Vollmondnacht, wenn ein Mann und eine Frau, wo sich lieben, zusammen beten und darauf aufpassen, wird sich etwas in dem Wasser verändern. Was? Ich glaube nicht, dass das so 1:1 übersetzt war. Das klingt so lächerlich. Glaubst du nicht, dass es irgendwie eine lächerliche alte... irgendwas ist? Würde es nicht besser funktionieren, wenn du es mit jemand anderem probierst? Ich kann nur die Sachen sagen, brauchst du dich nicht schämen. Der nächste Vollmond ist am 29. Geh zum Göttinnenteich um 9 Uhr. Ich frag sie, dass für dich hingeht. Okay, ich darf jetzt nicht vergessen, dass ich am 29. um 9 Uhr zu dem Teich gehe. Bin mal gespannt, wie sie dann hintut. Wahrscheinlich natürlich Gwen. Ja, da ist er schon bald. Sehr schön. Ob das dann funktioniert, ist halt dann die andere Frage. Habe ich jetzt schon gegossen? Ja, habe ich. Du hast nicht zufälligerweise jetzt... Doch! Jetzt sind dazu entschlossen aufzumachen. Fantastisch! Doghouse, bye! Take it easy. Alright, leave it to me. Okay. Dann haben wir mal eine 100er gekauft. Sehr schön. So, bitteschön, für dich habe ich natürlich auch was. Ja, gerne. Perfekt. Das ist perfekt. Großartig, großartig. Oh, hi. Komm her. Hier. Fuck. Ja, ich mag Milch. Da wird man groß und stark von Milch. Groß und stark. Mhm. Ich hab noch nicht mal gegossen heute, genau, da war was. Jetzt muss ich erstmal noch den ganzen Kack hier gießen. Damit ich halt nochmal Geld mache. Weil ich natürlich sehr viel Geld jetzt brauche. Wofür auch immer. Vielleicht sollte ich ein bisschen was von dem Mais abholzen, dass ich weniger gießen muss, dass ich somit mehr Zeit für die Dorfbewohner habe. Das ist anscheinend das, was das Spiel von mir mehr will. Das Spiel will, dass ich mehr auf die Dorfbewohner eingehe als auf mich selbst. Könnte ich eigentlich machen. Weil ich meine, gleichzeitig muss man jetzt überlegen, wofür brauche ich das ganze Geld? So. Schön alles
Ja, ist okay, ist okay. Es gefällt mir gar nicht, dass du jetzt schon so kaputt bist. So. Die Hälfte haben wir schon mal. So. Wunderbar. So. Ich sehe nichts. Oh, Hund ist immer noch tot. Kann ich den auf eBay zurückgeben? Ich meine, es gibt doch sowas wie einen Käuferschutz. Habe ich über PayPal bezahlt? Hat PayPal nicht diesen Käuferschutz? Da ist wer tot. Oh, aber das habe ich ja schon gegossen, oder? Ja, das habe ich schon gegossen. Sehr schön. Ach, Hasso. Sehr schön. Dann würde ich mal sagen, meine Freunde, beim nächsten Mal sehen wir uns hier an der Stelle wieder. Ich werde jetzt mir jetzt einfach mal noch sowas zum Tränkern holen und dann einfach noch ein bisschen weiter aufnehmen, weil das Spiel macht einfach Spaß. Ich mag das Spiel sehr. Es kotzt mich zwar an, dass die Tage so wahnsinnig kurz sind, aber das habe ich ja schon 5-mal gesagt. Aber sonst ist das Spiel einfach nur noch wahnsinnig toll und es macht einfach einen riesigen Spaß. Also gut, meine Freunde, das war dem Let's Play Harvest Moon Save Your Homeland für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.